Hi, ich bin Timo und ich begrüße euch heute aus dem tropischen Badeparadies in Park Sauerland zur zweiten Folge des neuen Formats Centerparks Wasserwelten. Erstmal vorab, ich freue mich total, dass die letzte Folge bei euch so gut angekommen ist, ja, und würde heute hier gern mit euch eintauchen in die tropische Wasserwelt im Hochsauerland. Natürlich wieder inklusive meiner persönlichen Top 3 und abschließender Challenge am Ende des Videos. Also da auf jeden Fall dranbleiben. Ich würde sagen, haltet eure Badesachen fest und vor allem haltet euch fest. Let's go! Ich habe mich natürlich wieder ein bisschen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schlau gemacht und jetzt hier meine Top 5 Fakten über das Aquamundo in Park Hochsauerland. Alright, Fakt 1. Das Aquamundo in Park Hochsauerland ist rund 4000 Quadratmeter groß. Nicht schlecht. Fakt 2. Hier findet ihr gleich 4 Wasserrutschen von bis zu 112 Metern Länge und die teste ich auch gleich für euch. Fakt 3. Die 100 Meter lange Reifenrutsche Sauerland Splash ist die neueste dieser Wasserrutschen. Fakt 4. Im großen Außenbereich gibt es den beliebten Strömungskanal Wilde Welle. Da bin ich mal gespannt gleich. Und Fakt 5. Auf dem großen Wasserspielplatz Water Playhouse haben kleine und große Kinder auf 3 Ebenen eine ganze Menge Wasserspaß. So, dann will ich doch jetzt mal hören, welche Attraktionen bei den Gästen hier besonders beliebt sind. Let's go! Aquamundo gefällt natürlich die Rutschen. Für den Kleinen als auch für uns. Wir sind jetzt alle Rutschen mittlerweile gefahren. Und vor allem das Wasserspielhaus. Das ist auch sehr gut. Also die Auswahl an sich, dass man drinnen schwimmen kann, draußen schwimmen kann, dass für die Kinder viel dabei ist und so weiter und so fort. Also das ist echt super. Ja, ich finde einfach die Auswahl total toll und ich finde auch, dass es so schön sauber ist. Also es gefällt mir gut. Man hat eine große Auswahl im Gegensatz zu anderen Hallenbädern. Schön warm hier, macht Spaß hinzukommen, ja. So was haben wir bei uns nicht. Also hier die ganze Atmosphäre, also einfach diese ganzen Pflanzen, das Ganze. Also man fühlt sich hier wie im Urlaub tatsächlich. Also das kleine Kinderbecken mit kleinen Rutschen, aber auch große hier mit Schwimmreifen und so. Also super. So, das waren noch interessante Einblicke. Ich würde sagen, jetzt gehe ich mal los, teste alles wieder einmal selbst, damit ich euch dann meine persönliche Top 3 mitgeben kann. Den Spaß werde ich mir heute nicht entgehen lassen. Let's go. Meine persönliche Top 3. Auf Platz 3 die Black Hole. Man sieht zwischendurch gar nichts. Das ist echt aufregend. Platz 2 die Reifenrutsche Sauerland Splash. Macht einfach Spaß. Kann man auch gemeinsam hintereinander rutschen. Super. Und Platz 1 aus meiner Sicht die Familienrutsche. Sie sieht zwar nicht so aus, ist aber extrem schnell und man kann auch gegeneinander rutschen im Wettbewerb. Das ist nice. So, und jetzt zu meiner Challenge, die ihr da draußen euch ja für mich überlegt habt. Ja, da bekomme ich auch schon den Umschlag gereicht gerade. Tanze einen Regentanz im Water Playhouse, bis sich der Rieseneimer über dich ergießt. So, also eins kann man sicher sagen, Regentanz klappt. Alright, die Wasserwelt vom Park Hochsauerland hat mir besonders gut gefallen, weil sie so vielfältig ist. Ja, wir haben Wellenbecken innen, Wellenbecken außen, schnelle Rutschen, langsame Rutschen. Da ist echt für jeden was dabei. Also ich komme gern wieder, freue mich aber auch schon aufs nächste Aquamundo. Nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, ja, lasst gern ein Like da, abonniert den Channel, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Und denkt dran, ihr könnt Vorschläge für meine nächste Challenge, wie gehabt, auf den Social Media Kanälen von Centerparks hinterlassen. Ich merke ja schon, welche Richtung das geht. Ich werde mich da wahrscheinlich warm anziehen müssen. Habt Gnade, ja, bis zum nächsten Folge und bis dahin.